komm schon, wir müssen los. Die Sonne geht schon unter und der Mond geht auf. Jetzt komm, du kleines Schweinchen, okay? Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und herzlich willkommen zu einer Brand... Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Ich will gerade die Antwort machen. Brandneuen Folge Minecraft und damit auch willkommen zurück zu Minecraft Haus. Oh yeah, wir sind auf dem Weg nach Haus. Was ist denn da los? Schinken, da ist irgendwas los. Wieso sind da so viele Menschen? Mit Einkaufswegen. Gibt's hier irgendwas umsonst? Leute, in der letzten Folge von Minecraft Haus war einiges los. Da waren wir nämlich bei Aiden und haben gedacht, Aiden hätte ein Baby. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das ab. Und checkt auf jeden Fall auch meinen neuen Channel Easy ab. Da sind nämlich so richtig coole neue Videos. Und jetzt lasst uns mal gucken, Schinken, was hier los ist. Hallo? Alles gut? Was? Die Hippos greifen an! Was labert der? Was für Hippos? Gott, ey, es ist doch schon sau spät. Ich muss eigentlich langsam schlafen. Schick, ich komme gleich zu dir. Wissen Sie vielleicht, wovon der redet? Was? Hast du schon gehört? Die Nilpferdgrippe ist ausgebrochen. Die Nilpferdgrippe ist... Alles klar, die Nilpferdgrippe ist ausgebrochen. Schick, hast du gehört? Die Nilpferdgrippe, nimm dich in Acht. Alles klar. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ja, ja, ich bin vorbereitet. Stellt ihr euch mal hier an und geht schön im Laden irgendeinen Schnickschnack kaufen. Weißt du, zur Not schlachte ich einfach mein kleines Schwein. Nein, das würde ich natürlich niemals tun. Aber wisst ihr was, ich bin doch nicht so bescheuert und stelle mich jetzt hier hinten an diese extrem lange Schlange an. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Die stehen ja irgendwie... Bis wohin stehen die eigentlich? Die stehen bis zum Laden. Stehen die durch? Ich kann die sehen da hinten. Okay, wisst ihr was? Das machen wir ganz bestimmt nicht. Schinken, ich habe noch genug Essen zu Hause. Am besten, wir machen uns jetzt mal hier ganz geschwind auf den Heimweg. Und weißt du was, Schinken? Morgen können wir auch noch einkaufen gehen. Schweine. Süße, rosane Schweine. Und Mäuse. Hi, na mein kleines Schinkenschwein. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem... Was ist denn da los? Da brennt einfach ein Auto. Oh Gott, was haben die denn da für eine Party gefeiert, Leute? Da draußen ist ja voll das Chaos. Was ist hier los? Schinken, hast du schon mal nach draußen geguckt? Hast du schon gesehen, was da draußen los ist? Schinken? 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 Spaghetti? Moment. Spaghetti? Schinken, was... Wieso ist das Haus verbarrikadiert? Wieso ist das... Was ist hier los? Okay. Irgendwas ist hier passiert, Leute. Die ganzen Leute sind weg und hier brennen die Autos. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das hier? Was ist passiert? Irgendwas mit Nilpferden haben die gelabert? Moment mal, warum sind meine Tiere weg? Das darf doch nicht... Nein! Nicht meine Tiere, wirklich nicht. Schinken, seid ihr im Badezimmer? Auch nicht. Hä, wo sind die denn? Hier oben? Das kann doch nicht wahr sein. Hat Lia vielleicht? Ich könnte mir vorstellen, dass Lia vielleicht sich um meine Tiere kümmert oder sowas. Wartet, lasst uns mal rüberspringen und... Ah, okay, okay, okay. Ha! Okay, warte, wie... Wieso ist ihre Tür offen? Sind die im Garten? Ich verstehe es nicht. Lia? Hallo? Die Tür ist auch offen. Hä, das ist ja voll merkwürdig. Was ist hier los? Lia, bist du oben? Hallo? Wieso stehen alle ihre Türen offen? Und wo ist Lia? Hä? Da steht ein Schild mit Gardine. Da muss wahrscheinlich eine Gardine hin. Lia hat noch keine gekauft. Was ist hier los? Hä, ich schnall's nicht. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Hier ist so irgendwas. Nachricht an Easy. Oh, okay, nice. Nachricht an Easy. Sie hat mir eine Nachricht geschrieben. Liebe Easy, mein Haus ist nicht sicher. Ich bin zu meiner Tante gegangen. Pass auf dich auf, Lia. Wieso nicht sicher? Was ist denn los? Irgendwas mit einem Hippovirus? Was für ein Blödsinn. Sowas Doofes habe ich auch noch nie... Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre Schinken, aber es ist einfach nur eine dicke, rosane Couch. Tut mir leid, Schinken, ich wollte dich nicht als dick bezeichnen. Ja gut, was machen wir jetzt? Das Haus da hinten wird auch immer fetter, seht ihr das? Das da? Manche haben mir geschrieben, da wohnt bestimmt der Teufel in diesem riesigen Lavasteinhaus. Keine Ahnung, was es ist.
Kann sein. Müssen wir mal nachgucken. Aber als erstes müssen wir jetzt erstmal unsere Tiere finden. Lia ist bei ihrer Tante. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ihre Tante wohnt. Die wohnt nämlich eigentlich einfach nur die Straße runter. Vor allem Aidens Haus ist nicht verbarrikadiert. Was hat der Junge schon wieder gemacht, hä? Hat Aiden schon wieder hier irgendwie ein Virus oder sowas erstellt? Bestimmt. So kennen wir ihn. Der hat bestimmt wieder irgendeinen Blödsinn gemacht. So, pass auf. Hier wohnt nämlich Lias Tante. Oh, hier ist keine Klingel dran. Ich hoffe, sie ist da. Lias Tante? Doch, da ist sie. Hallo. Hi. Oh, sie kennt mich zum Glück noch. Wir haben uns, einmal haben wir uns getroffen. Kennen Sie mich noch? Darf ich rein? Okay, sie hat die Tür zugemacht. Komm schnell rein, mein Kind. Hat dich jemand gesehen? Nee, mich hat niemand gesehen. Alles gut. Was ist überhaupt los hier in dieser Stadt? Alles brennt. Die Hippos laufen draußen wie wild herum und infizieren Menschen mit dem Nilpferd-Virus. Sei bloß vorsichtig. Mit dem Nilpferd-Virus? Wieso denn Nilpferde? Wieso nicht Giraffen? Oder keine Ahnung, was das da alles ist. Was ist denn hier los in der Stadt? Ich sortiere gerade die Vorräte ein, die ich gestern gekauft habe. Lia ist oben im Gästezimmer. Okay, cool, danke. Dann gehe ich mal ins Gästezimmer. Viel Spaß noch beim Vorräte sortieren und Hamsterkäufe tätigen und so ein Kram. Ich gehe dann mal... Warum hat sie das hier zu? Hä, lol, alles klar. Warte mal gucken, wo hier das... Oh, nee, das ist das Badezimmer. Das ist nicht das Gästezimmer. Schlafzimmer und Gästezimmer. Da wird Lia hoffentlich auf uns warten. Wollen wir mal schauen? Lia? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dir geht's gut. Oh mein Gott. Du hast es geschafft. Ich war schon in Sorge, dir könnte etwas passiert sein. Wie geht es Schinken und Spaghetti? Es weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie Schinken und Spaghetti geht, weil die beiden nicht da sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie sind weg? Wo sind sie denn bloß? Ich hoffe, es geht ihnen gut. Das hoffe ich allerdings auch. Vielleicht hat Aiden sie wieder geklaut oder sowas. Oder ein Nilpferd hat sie gefressen. Warum hast du da ein Nilpferd hängen? Lia, damit können wir uns infizieren. Nein, das glaube ich nicht. Im Radio haben sie gesagt, dass wir die nächsten Tage die Häuser nicht verlassen sollen. Okay. Ja, und was mache ich mit meinen Haustieren? Hä? Wenn wir die Häuser nicht verlassen sollen, was soll denn das? Wollen wir eine Runde Schach spielen? Lia, ich will kein Schach spielen. Das bringt mir jetzt mal so gar nichts. Schach spielen ist völliger Blödsinn. Ich muss mal... Hat es da gerade geklingelt? Warte kurz, ich gehe mal kurz... Was ist da los? Leute? Moment, was ist das? Moment. Lias Tante. Ah, das ist ein Hippo! Oh mein Gott, nein, 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 nein. Wir müssen dicht machen. Oh, bitte, bitte, bitte. Kann ich irgendwas tun? Ich kann es mit der Karotte weglocken. Lias Tante, geht's dir gut? Da ist ein dickes Hippo. Nein! Sie hat sich jetzt auch in eins verwandelt? Ich glaube ehrlich gesagt, Lias Tante ist ein Nashorn geworden. Oh Gott! Sie ist einfach ein Nashorn! Oder ist es ein Hippo mit einem Horn? Ich weiß es nicht. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Pass auf. Ich muss Lia Bescheid sagen, dass ihre Tante sich verwandelt hat. Lia! Ah, okay. Es tut mir leid, Lia, dir das sagen zu müssen, aber deine Tante ist jetzt ein Nilpferd. Nilnaspferd. Doch, wirklich, es tut mir leid, wir müssen schnell weg hier, sonst kommen die noch hoch. Das kann bestimmt hier die Barrikaden zerbrechen mit seinem dicken, fetten Horn. Wo wollen wir denn hin? Keine Ahnung, raus? Kommen wir irgendwie raus? Wir könnten auf den Baum. Nein, hier, hallo, hier hinten, du Nuss, hier. Warte, kommen wir da? Ha, rüber, okay. Warte, ich mach dir Platz, so, zack. Kommst du da hin? Ja, nice. Okay, hier rauf. Lass uns einfach zu mir gehen. Ja, bei mir waren noch keine Nilpferde und vielleicht tauchen ja Schinken und Spaghetti wieder auf. Mit ein bisschen Glück könnten wir das schaffen, wenn wir uns jetzt hier genug tarnen. Wir könnten hier so durch die Blumen, so zack, soweit alles in Ordnung. Und, nein. Nein, 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 da ist ein Hippo. Lia, komm schnell weg, da ist ein Hippo. Wir müssen weg hier. Hier drüben, so schnell. Wer redet da? Hast du das... Wo willst du hin? Lia? Warte, sie läuft irgendwo hin. Sie läuft irgendwo... Hörst du da... Was ist das? Was ist das hier? Und wo geht's da unten hin? Ah, ich bin unten! Oh mein Gott, ging das da gerade tief runter? Wo sind wir hier? Und wer hat uns überhaupt hergerufen? Warum sind hier Kameras? Und kommt... Sie sehen aus, als wären die von 1938 oder sowas. Gab's da überhaupt schon Computer? Ich weiß es nicht.
Lia, ich glaube, wir müssen uns vor die Kameras stellen. Hallo, stell dich mal vor die Rechte. Hallo, guten Tag. Da hat uns jemand aufgemacht. Es scheint uns wohl jemand hier zu kennen. Kein Wunder, es ist ja schließlich auch in Aidens Garten. Hallo, was ist das hier? Irgendwie, das scheint wie so eine Art Kraftfeld zu sein. Ich komme da nicht durch. Lia, ich komme hier nicht durch. Ha! Ist so dunkel. Was passiert hier? Okay. Lia. Es ist weggegangen. Es ist weggegangen. Und die Tür geht auf. Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Schlafraum A? Schlafraum B? Schlafraum C? Gemeinschaftsbad? Wo sind wir? Hallo? Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch ganz genau gewusst, wer uns hier unten hergeführt hat. Aiden, was machst du denn hier? Hallo? Hallo, ihr Lieben, wie geht es euch? Lia? Ist sie auch da? Ach, da bist du ja. Ich hab dich gar nicht gesehen. Es geht so einigermaßen. Und wie geht's dir so weiter? Willkommen in meinem OP-Bunker. Überrascht? Ja, sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein krass... Das ist dein Bunker? Hier wohnst du? Wann und wie und wo hast du den gebaut? Ich habe schon vor Jahren begonnen, mich vorzubereiten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Hippos... Schrägstrich Nashörner kommen. Bis die Hippos Schrägstrich Nashörner kommen. Aiden, was laberst du? Das hätte doch kein Mensch ahnen können, Lia. Was, Aiden? Du bist echt verrückt. Ruht euch etwas aus. Ihr könnt Schlafraum B beziehen. Ich führe euch später rum. Lia, wir sollten uns ausruhen. Ich krieg einen zu viel. Aiden hat sich einfach vorbereitet für die absolut unwahrscheinlichste Katastrophe der Menschheit, dass ein Nashorn-Virus ausbricht und alle Menschen in Nashörner und Hippos verwandelt. Ich erkenne den Unterschied immer noch nicht so richtig. Hier ist jedenfalls Schlafraum B. Oh mein Gott, Lia, ich hoffe so sehr. Es ist hübsch. Warte mal, das Bad. Sieht das Bad hübsch aus? Jungen und Mädchen? Hey, Lia, nicht mich einsperren! Nein, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier, das Bad. Komm schon, bitte sag mir. Bitte sag mir, dass es hübsch ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist wunderschön. Guck mal. Oh, wir können das Licht anmachen. Wir haben eine kleine Couch. Oh, da ist eine Bürste und ein Fernseher. Und Bilder und eine Küche. Hier können wir sogar Schach spielen, Lea. Wir können endlich Schach spielen. Ich nehme den grünen Sessel. Du kannst diesen extrem pinken haben. Und wir müssen in einem Bett schlafen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Guck mal, ich nehme die Seite. Du kannst auf der anderen Seite schlafen. Ey, ist das cool. Oh mein Gott, aber ich bin gerade überhaupt nicht müde. Ich will mir alles angucken hier unten in dem... Hat sie gerade die Gardinen zugemacht? Lea, wieso machst du die Gardinen zu? Was ist das? Draußen ist es eh nur dunkel. Ach, ich bin müde, Easy. Ich leg mich hin. Kannst du den Rundgang mit Aiden machen? Ja, klar kann ich das machen. Alles gut. Leg dich ruhig hin. Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Junge, 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 ist das nice. Hier sind einfach so eine Japanese-Dinger und so weiter. Richtig cool. Wir haben sogar einen Laptop hier unten und Strom und alles. Besser geht's ja mal gar nicht hier im Schlafraum B. Ich frage mich, ob die anderen Schlafräume auch so cool sind. Bestimmt, die kann ich mir später noch irgendwann mal angucken. Und das Gemeinschaftsbad hier ist auch mega nice. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Rundgang mit Aiden. Der steht da schon und wartet auf uns. Na, alles klar? Was geht? Ich muss sagen, was ist da? Nein. Nein. Hier sind übrigens deine Tiere. Ich war so frei, sie herzubringen. Nein! Schinken! Schinken, wie hast du... Oh mein Gott, wie hast du Schinken denn hergebracht? Aiden und Spaghetti. Es gibt's doch gar nicht. Und Ferdinand. Ferdinand ist auch hier unten. Oh Leute, unsere Tiere sind hier unten. Oh mein Gott. Herzlichen Dank, Aiden. Das ist wirklich mega nett. Lass sie doch frei. Die können doch... Alles gut. Und nee, du hast bestimmt Angst, dass Schinken hier alles auffrisst. Da hat er allerdings recht. Wenn ihr Essen rumsteht, dann wird Schinken nicht weit sein. Ja, mega nice. Alles klar. Wir haben hier wirklich... Wir haben genug zu essen. Wir haben hier irgendwie so Games und so weiter. Aiden wird wahrscheinlich den ganzen Abend wieder Schlagzeug spielen oder sowas. Wahrscheinlich haben wir auch irgendwie eine Küche oder sowas. Ist das da? Oh, ein Spa. Sag nicht, du hast ein Spa. Hast du den Schlammspa schon gesehen? Komm, ich zeig ihn dir. Schlammspa? Moment. Nein! Ich
dachte, hier wäre ein richtiges Bar. Oh nein, hier steht man einfach knietief im Matsch. Okay, ja, besser. Besser als gar nicht so. Auf jeden Fall ist es besser, als in ein Killer-Nilpferd verwandelt zu werden. Und zack, wenigstens können wir hier richtig baden. Eigentlich ziemlich cool. Aiden hat hier sogar einen echten Pool. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, das Einzige, was mich jetzt noch so interessieren würde hier, wäre, wo ist die Küche? Und haben wir genug zu essen? Wo will Aiden hin? Alles klar. Was ist das? Ja, das sind ja gar kein Ende. Aiden, was ist das hier unten? Lagerraum 499? Lagerraum 500? Wir haben genug Vorräte für die nächsten 95 Jahre. Zumindest, wenn Schinken aufhört, die ganze Zeit alle Karotten zu fressen. Okay, alles klar, der Gang nimmt kein Ende. Aiden hat vorgesorgt für die nächsten 495 Jahre. Was hast du denn hier Feines, ha? Alles klar. Ein Lagerraum, nur voll mit Cola. Was hast du da drüben? Nein, 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 das war so klar. Aiden hat Schlamm gebunkert. Okay, Leute, ich würde sagen, hier werden wir auf jeden Fall eine Weile überdauern können. Ich schalte gleich mal das Radio ein und ich hoffe, dass wir dann bald wieder rauskommen an die freie Luft. Es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit, Lia, aufstehen! Ah, komm schon! Hallo, wir müssen los! Wir hängen jetzt schon ewig rum! Jetzt komm, Lia, komm! Hallo, du alte Nuss, jetzt komm, steh auf, bitte! Es ist soweit, wir können raus. Der Notstand wurde aufgehoben. Wir sind endlich frei. Und wir sind alt. Furchtbar, furchtbar alt. Meine Haut ist sogar schon grau. Wieso hast du immer noch so rosige Haut? Wahrscheinlich ist es richtig viel Make-up. Aber wenigstens siehst du trotzdem aus wie eine alte Oma. Jetzt komm, Lia, wir müssen hier raus. Ja, Aiden ist übrigens schon vor Jahren von uns gegangen. Ja, Aiden wurde von Schinken gegessen. Wir hatten nämlich keine Karotten mehr, aber es ist überhaupt nicht so schlimm. Jetzt kommen wir endlich wieder in Freiheit. Da ist die Luke. Okay, komm, komm, komm. Ich mach sie auf und... frische, wunderbare Luft. Hey, hier hat sich gar nicht mehr so viel verändert. Sieht eigentlich ziemlich gleich... Hallo? Guten Tag. Hi, Ma'am. Haben Sie hier aufgeräumt? Sie sind bestimmt eine von dem Nilpferd-Vernichtung. Oh, Entschuldigung, bitte was? Warum sind die... Warum sind die alle grün? Nein! Unsere Stadt wurde von Aliens heimgesucht. Okay, wisst ihr was? Ich bin zu alt für sowas. Ich verziehe mich einfach wieder in meinen schönen, sicheren Schutzbunker. Ladies and Gentlemen, das war's mit unserer heutigen Folge hier von Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, bei meinem neuen Channel easy vorbeischauen und den Abonnieren-Button smashen. Ansonsten sehen wir uns natürlich morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Ja, bis dahin euch allen noch einen wundervollen Tag und hasta la pasta!